Ja, Senelis, die ersten Tage sind rum und auch die ersten Trainingseinheiten mit der neuen Mannschaft, mit dem ERC Red Bull München. Beginnt jetzt sowas wie ja, eine neue Zeitrechnung, ein neuer Lebensabschnitt im Eishockey? Ja, mehr oder weniger. Neue Mannschaft jetzt, neue Teamkollegen. Zum Glück kenne ich die meisten schon von der Nationalmannschaft. Und ja, ich freue mich drauf und morgen ist das erste Spiel in Schwenningen und da kann es endlich losgehen. Der Blick geht schon voraus jetzt zum ersten Spiel, aber wie war es so, der Schritt nach München zu kommen, zurück nach Deutschland, ja weg vom Traum NHL, weg von den Calgary Flames. Fühlst du dich so ein bisschen als gescheitert da in Nordamerika? Nein, überhaupt nicht. Das war meine Entscheidung, dass ich zurückkomme und ja, jetzt bin ich froh, dass ich hier bin, dass ich endlich wieder gescheit Eishockey spiele. Drüben habe ich leider nichts für Einsätze gekriegt, aber es ist so. Ja, und gescheitert finde ich es nicht. Wenn nochmal die Chance kommen würde, würde ich es nochmal annehmen. Welche Erwartungen hast du jetzt an dich natürlich selber? Ich meine, du zählst seit Jahren zu einem der Topspieler, zu einem der deutschen Topspieler in der DEL. Und der Anspruch wird ja sicherlich sein, das auch wieder unter Beweis zu stellen. Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall der Mannschaft helfen zu gewinnen, dass wir dieses Jahr wieder mit München den Titel holen. Und ja, egal welche Rolle ich hier spiele, ich will einfach irgendwie schauen, dass ich der Mannschaft helfe. Und ja, da werde ich wieder Vollgas geben. Wie fühlt sich's an jetzt hier auf dem Eis? In Bayern, du bist ja ein geborener Bayer, kommst von hier, hast früher auch in Nürnberg, also in Bayern gespielt. Von daher, der Weg in die Heimat nach Tölz ist ja fast ein bisschen kürzer geworden. Ist es trotzdem ein bisschen was anderes jetzt? Ja, ist überragend. Heute zum Beispiel bin ich von Tölz hergefahren, war gar nicht so lang. Ist halt der große Vorteil, dass ich auch zu Hause schlafen kann. Familie ist da. Wenn was ist, kann ich sofort heim und ja, fühle ich mich wohl. Im Augenblick sind die Münchner Tabellen Zweiter. Sie sind der Meister der vergangenen 3 Jahre. Und das nächste Spiel ist jetzt am Donnerstag. Was erwartet euch für den Donnerstag? Ich denke, Schwenningen haben bis jetzt nicht ganz so gute Saison. Die werden auf jeden Fall zu Hause rauskommen, besonders nach der Pause. Die werden viele Themen angesprochen haben und ja, müssen wir uns darauf einstellen, dass die zu Hause rauskommen wie die Feuerwehr. Und wir wissen alle, wenn die, sobald die ein bisschen in Führung gehen, sind die Fans wieder da, dann brennt die Hütte. Und ja, aber da werden wir uns darauf einstellen und werden ein gutes Auswärtsspiel liefern. Und dann heißt es ja am Wochenende erstes Heimspiel. Ist es dann für dich auch schon so ein Gefühl, wirklich Heimspiel? Ja. Ja, doch schon. Familie ist dabei, da freue ich mich schon drauf und wie gesagt, ist nicht so weit weg von zu Hause, ist wirklich ein Heimspiel dann und ja, freue ich mich drauf. Vielen Dank, ja, und viel Erfolg in München.